Hallo alle zusammen, herzlich willkommen hier in meinem mittlerweile 37. Teil des Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. Jo, wie ihr seht, es geht immer weiter steil bergauf zum Glück. Und hier habe ich ein Schätzchen für euch ausgegraben aus dem Schrottplatz. Und zwar einen Vault Reptilia R2. Ihr wisst genau, um welches Fahrzeug es sich hier handelt. Und ja, momentan der Zustand ist miserabel, wie man sieht. Also 8%, 12, 13, 27. Fahrzeugwert 9.111 Dollar habe ich bezahlt. Und jetzt möchte ich gerne mit euch das Fahrzeug restaurieren. Deswegen verfrachte ich das Auto auf die Hebebühne 1. Ja, es, wie ihr seht, allerhand los hier bei mir. Ich habe viele, viele Sachen noch zu erledigen. Es ist furchtbar. Ich sollte eigentlich meinen ganzen Bestand fertig restaurieren, aber irgendwie komme ich nie dazu, weil ich ständig auf dem Schrottplatz mich rumtümmel und dort immer einkaufe. Es ist furchtbar. Aber was soll ich machen? Ich lebe auf dem Schrottplatz meine Kaufsucht aus. Und ja. So kommt es natürlich, dass ich jetzt einen riesigen Fahrzeugbestand habe. Also ich zähle jetzt momentan hier in der Werkstatt, habe ich 3 Stück rumstehen. Dann auf dem Parkdeck habe ich nochmal 12 Stück. Oh mein Gott, ich habe jetzt 15 Fahrzeuge. Okay, jetzt muss ich wirklich aufhören mit dem Einkaufen, weil das nimmt sonst kein Ende. Jo, ich habe mir jetzt natürlich dieses Fahrzeug ausgesucht. Warum? Weil ich wieder dringend Knete brauche, wie ihr seht. Ich bin jetzt momentan bei nicht einmal ganze 55.000 Dollar. Hört sich jetzt nach unheimlich viel Geld an, ist es aber gar nicht, weil so eine Restauration, die geht auch ordentlich ins Geld. Wenn man ein bisschen Pech hat und einen neuen Motor braucht, neues Getriebe, da sieht man mal, das geht dann ruckzuck gleich an die 3.000 Dollar aufwärts. Beziehungsweise der Motorrumpf ungefähr um die 2.500 und das Getriebe schlägt auch nochmals um die 2.500 zur Buche. Und ja, so ist man ruckzuck 5.000 Dollar los und hat, naja, gerade mal 2 Teile vom Fahrzeug. Und das ist natürlich dann etwas ärgerlich. Aber gut, zumindest ist der Motorrumpf frei, gut. Die Gummilagerbuchsen, die kann ich ja jetzt schon mal entfernen, das ist auch gut. Da muss ich ja das Fahrzeug nicht einmal aufbocken, das ist ja praktisch gut. So. Ja, ganz toll. Und dann hebe ich mal das Fahrzeug auf. Jo, nicht mehr weit, noch gute 260 Punkte. Dann bin ich im Level 19, genau. Ja, bis Level 35 ist es noch ein ziemlich weiter Weg, weil im Level 35 kann ich dann endlich schweißen, sprich die Karosserien richtig ordentlich instand setzen. Naja, bis dahin muss ich immer alles so halbherzig machen. Aber gut. Was soll's. Hauptsache Kohle kommt wieder rein. Das ist wichtig. Möglichst mit akzeptablem Gewinn natürlich. Und das erhoffe ich mir jetzt natürlich bei diesem Fahrzeug. Auch, dass hier die Knete passen wird. Cutback, jawohl, sehr schön. Kadern, raus mit dir. Gut. Mhm.
So. Ah ja, Radlager logischerweise erstmal raus. Gut. Ja, das geht. Ich würde sagen, es läuft nicht schlecht, ne? Halt. Erstmal Koppelstange raus, jawohl. Ganz gut. Ah ja, hier logischerweise. Die Spurstange hängt noch drin im Abschenkel. So, jawohl. Zack. So mag ich das. So ist's schön. Hängt noch die Kurbelwelle? Nö, ist auch nicht mehr. Gut. Der Motor ist blank. Sehr gut. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Hinterachse. So. Ja, das sind hier die Starrachsen. Die mag ich am meisten, weil die lassen sich so schön zerlegen. In der vorherigen Folge hatte ich einen Citroën, also die Ente 2CV, und die war hinten mit Querlenker gelagert und naja, da hatte ich etliches zum Auseinanderbauen. So eine Multilenker-Hinterachse war das bei dem Modell, ganz komisch. Na komm. Aha. Halt, genau. Erstmal den Sattel entfernen. Moment. Genau, Steckachse. Jo, das sieht gut aus. Halt. So, Motorblock raus. Sehr gut. Der Wagen ist nun blank. Ab auf die Werkbank. Da lässt sich doch noch anscheinend einiges herrichten, glücklicherweise. Super. So, dann setze ich mal wieder den. Achso, ja gut. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt den Motor eigentlich einsetzen. Ah, genau. Der hat sich wieder herstellen lassen, zum Glück. Das freut mich riesig. Starterbatterie. Oh ne. Moment. Den muss ich wieder nachbestellen. Hm. Okay, super. Okay. Ach ja, habe ich ja gesagt. Den Kühler habe ich ja nicht mehr. Moment, wo sind wir zu Hause hier? Hm?
Gut. So, aber jetzt, genau. Der Vorderachsträger. So, jetzt erstmal die Lagerschalen wieder rein. Genau, einmal vom Tuner. Ah, nein, 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 das war jetzt falsch. Ich wollte eigentlich die Tuning-Kupplung einsetzen. Die modifizierte, wo haben wir die? Ja, genau, die hier. Auch die modifizierte, jawohl. Genial. Oi, nee. Dann muss ich die auch auf die Shoppingliste setzen. Das Getriebe. Flammenrohr. Hey, habe ich sogar noch. Cool. So, Boxen. Gut. Oh, haben wir auch keinen mehr. Ja, es vergeht irgendwie keine Restauration, wo nicht irgendwelche Verschleißteile ausgehen. Das ist immer so. Aber ich darf mich nicht beschweren. Ich denke mal, verhältnismäßig habe ich ja schon gut gebunkert und komme doch relativ günstig davon. Ja. Stoßdämpfer habe ich auch etliche eingekauft und auch schon mal ein paar vorbereitet in der Federpresse, damit ich nicht ständig immer zickzack hin her laufen muss. Und so sollte das wieder passen für eine Zeit. Gut. Sehr schön. Na, das geht doch. Ja, so weit sind wir noch nicht. Schauen wir mal, wie sieht es aus mit dem Katalysator. Habe ich sogar von Schuschotri auf Lager. Ah, sogar vom Tuner. Super. Zack. Ja, ich mache das meistens immer so, indem ich einfach weitermache, immer weiter montiere, bis ich die Teile halt nicht mehr auf Lager habe und dann bestelle ich einfach nach. Also muss ich nicht ständig immer hin und her switchen. Ui, da seht ihr, da geht es schon los. Da fehlt auch der Tank. Jo. Blattfedern haben wir noch, super. Steckachsen, ja, die habe ich ja letztens oder ein paar Folgen zuvor eingekauft. Super. Ganz gut. Ui, okay, jetzt theoretisch könnte man schon das Rad drauf klatschen, aber da möchte ich ja so einen Special-Radsatz kaufen. Soll ja möglichst wuchtig das Ganze aussehen. Genau, Tank ist aus. Genau,
sehr schön. Ja, super. Okay, so Gummilagerbuchsen müsste ich auch noch etliche auf Lager haben. Ja, solche Sachen wie Bremsklötze, Gummilagerbuchsen, Bremssättel und solche Sachen, das habe ich immer maximal bestandstechnisch da. Also da gucke ich immer, dass ich immer 100 Stück davon einkaufe. Das ist die Maximalmenge. Da dieses wirklich bei mir wie geschnitten Brot geht. Echt, das ist der Hammer. Jo, ich glaube, so weit, so gut. Müsste ich jetzt fast... Ah ja. Habe ich doch was vergessen. Musste ich es doch. Ja, diese Federplatte mit diesen Federbügeln, die vergesse ich so gerne. Ja, ist ja winzig, klein in der Ecke, siehst du nicht und dann zack, wird es auch schnell vergessen. Okay, ich meine, so weit, so gut kann ich, ah ja doch, ich kann zumindest die Gummilagerbuchsen hier schon mal einpressen. Das kann ich schon mal machen. So, da ist drauf. Gut. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Ja, wie man sieht, wieder ein bisschen was ausgegangen. So, Kühl A. Hallo. Kommst du? Jetzt. Genau, Kühler Typ Anton. Ja, da tue ich nicht lang rum, nehme ich gleich mal wieder so 20 Stück. Gut, dann schauen wir mal nach dem Stabi. B. HAVA Typ Bertha. Genau. Ja, da kann ich auch nichts falsch machen. So ein großer Bestand schadet nicht. Nehmen wir mal 30 Stück für die nächsten 30 Fahrzeuge. Sollte das wieder reichen? Na komm. So. Kraftstö. Typ Anton. Genau, den hier. Super. Auch hiervon will ich mich nicht lumpen lassen. Nehme ich mal so 20. Ja, seht ihr? Und schon... Schön langsam und sicher geht die Knete aus. Jetzt bin ich nur noch bei 40.000. Ah, genau, ich brauche ein Getriebe. Und zwar V8 Anton. Genau, dieses hier. Ui, seht ihr? 2.700. Haufen Steine, ne? Gut. Aber was hilft's? Ich brauche das Ding. Also... Klatschen wir es drauf. Wow. Ui. Oh, meine letzte Kardanwelle. Dann kann ich mir schon mal drauf einstellen, nächstes Mal wieder einkaufen. So, einmal der Tank. Jetzt glaube ich, ich habe keine Kraftstoffpumpen mehr. Stimmt es? Ja, ich habe keine Kraftstoffpumpen. Ah, die hätte ich auch gleich kaufen können. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Keiner weiß warum. ja. Sieht so gesehen nicht schlecht aus. Aber ich gehe gleich einkaufen. Dass ich das nicht vergesse. So. Kraft. Stopp. Stoffpumpe Tuning. Genau, die wollte ich. Hiervon nehme ich auch mal so ein bisschen größeren Bestand, damit auch hier eine Zeit lang Ruhe ist. Ja. Passt. 8000 Flocken. Gehen einfach mal so über den Tisch.
Seht ihr, nur noch 29.000. Ja, jetzt kann man sagen, ja, aber dafür hast du das Teil jetzt länger, musst nicht mehr nachbestellen, das ist schon richtig. Aber wenn auf einmal so viel Geld rausgehen muss, tut natürlich wahnsinnig weh. So, gut, endlich. Da ist jetzt nun Ruhe. Ah ja, Stabilisator, den muss ich noch fertig machen hier. Lenkgetriebe ist drinnen, jawohl. Ah ja. Koppelstange. Ja, dann würde ich mal sagen, fahrwerkstechnisch sollte ich jetzt doch ziemlich... Ah nee, nix da. Noch lange nicht am Ende sein. Weiter geht's. Auf dieser Seite. Zack, zack, zack. Gut. Ha, habe ich hier noch? Koppelstange, jawohl. Ja, der obere Querlenker. Ja, das ist auch so ein Bauteil, was unheimlich gerne verschleißt. Gut. Ja, Bremsklötze gehen auch dem Ende zu. Habe ich gerade gesehen. Sehr schön. Okay, sollte vorerst soweit passen. Ja, fahrwerkstechnisch ist nicht mehr viel zu machen. Ich denke mal, das sollte eigentlich reichen. Ja, gucken wir mal nach dem aktuellen Wert. Ja, nicht schlecht. Ich bewege mich jetzt bei 35.000. Rund 35.000 Dollar. Der halbe Zustand ist schon wieder hergestellt, also bei 55%. Super. Okay. Genau, habe ich vom Tuner hier. Ich erhoffe mir natürlich dementsprechend auch eine Wertsteigerung. Aber das sehe ich dann natürlich wieder zum Schluss. Aber ich bin guter Dinge, wie gesagt, jetzt bereits schon. Obwohl das Auto noch nicht einmal zum Drittel fertig ist, habe ich einen Wert von 35.000 Dollar. Das ist echt nicht schlecht, das ist gut. Sogar sehr gut. Aber ihr Steuergerät habe ich auch noch, super. Zack, zack. Sehr schön. So, dann setze ich hier noch die Kolben ein. Also ich bin mir ziemlich sicher, normalerweise Endpreis wird sich bestimmt so um die 70.000, 75.000 bewegen. Meine Schätzung. Wenn natürlich mehr, freue ich mich natürlich umso mehr. Das ist klar, werde ich bestimmt nicht sauer sein. Hey, warum hat das Auto so viel gebracht? Welcher doof. Und deswegen, Moment, habe ich jetzt den auf der Shoppingliste? Ja, habe ich bereits. Gut. Deswegen jetzt, halt, jetzt hängt irgendwie, ja, genau. Deswegen freue ich mich natürlich schon, was zum Schluss dann auch schon wird. Zarge, ah, die habe ich auch, gut. Hey, super. Aha. Tolle Sache. Gut, ich kann jetzt momentan nicht weitermachen. Allerdings könnte ich von unten die Kolben schon mal festschrauben, also die Pleuel. Genau. Dann sehe ich ja gleich, ob wieder was ausgeht, ob ich was nachbestellen müsste oder nicht. Aber ich meine, ich habe noch einen guten Bestand da. Ja, wie man sieht, sollte reichen. Halt. Achso, und da sind wir ja schon. Fertig. Gut.
So, irgendwo fehlt jetzt was. Ah ja, hier. Da ist noch ein Bläulagerdeckel zum Montieren. Ah, jetzt. Gut. Ganz gut. Gut, dann habe ich das schon mal erledigt. Aber Zylinderköpfe brauche ich natürlich. Deswegen gehe ich jetzt mal schön saftig einkaufen. Beim Tuner, genau. Super. Zyl, ich glaube, das müsste der OHV sein, ne? Nein, nicht einmal, seht ihr? Zyl V8. Dieser hier, jawohl. Ja, ich muss mich momentan ein bisschen bremsen, deswegen nur zwei Stück. Ich habe es vorhin, glaube ich, maßlos übertrieben mit dem Einkauf. Deswegen, ja, bin ich jetzt gezwungen zu sparen. Jawohl, hoi, das schaut ja toll aus. Ja, schön langsam sieht der Motor nach Motor aus. So, gucken wir mal. Jetzt hier Ansaugkrümmer. Habe ich noch einen? Habe ich nicht. Aha. Dann brauche ich den natürlich auch. Hilft nichts. So, Nockenwellen habe ich auch nicht. Ja, was habe ich denn überhaupt? Zündkerzen, die habe ich. Gut. Halt. Ja, da sind wir. Abgaskrümmer habe ich ja auch nicht. Meine Güte. Ach ja. Brauche ich ja gar nicht gucken. Nockenwellen habe ich ja nicht. Aber Zündkerzen. Ja, dann schauen wir mal. Hans V8. Ansaugkrümmer. Ach, das ist der OHV. Nee, damit kann ich nichts anfangen. So, Nock V8. Ja, hiervon brauche ich erstmal vier Stück. V8. Abgaskrümmer V8. Super. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch den Ansaugkrümmer. Ansau V8. Der hier. Gut. Ja, nehme ich einmal. Dann sollte ich doch wieder ein Stück weiterkommen können. Ah, werde ich nicht haben. Nein, habe ich nicht. War ja klar. Hm, zack. Ja. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite auch nochmal. Na komm, sehr schön. Ja, Zündverteiler habe ich nicht. Zahne nehmen, jawohl. Hier und da. Steuergehäuse. Hey, ich habe sogar noch eins. Super. Gut. Zyko-Haube habe ich nicht. Warum auch? Auf die Einkaufsliste, jawohl, das ist Typ B. Auch auf die Einkaufsliste. Dann schauen wir mal, Umlenkrollen. Werde ich jetzt bei diesem Motor etliche brauchen, wie man sieht. Der ist voll gespickt mit Umlenkrollen. Da wird umgelenkt bis zur Vergasung, echt.
So, Keilriemen. Ah ja, habe ich sogar noch einen. Super. Habe ich den überhaupt noch? Ha, den habe ich nicht. Dass ich so viele Umlenkrollen hatte, das war ja eh schon ein Wunder. Gut. Gut. Abgaskrümmer. Ja, genau. Hey, das sieht ja toll aus. Ui, wie das blendete. Heidewitzka. Sehr schön. Sehr gut. Ah, Drosselklappe. Hey, habe ich sogar noch eine. Cool. Woher ich diese habe? Keinen blassen Dunst. Ja, sehr schön. Einkaufen muss ich mal wieder. Hoi, hoi. Zöll V8A. Zylinderkopfhaube. Ja. Ah, da nehme ich gleich mal zwei Stück von. Genau. Auch hier zwei Stück. Keil R. A. Halt V. 8a. Ja, genau. Ach, dann nehme ich gleich mal vier Stück von. Ja, nehme ich von dem auch gleich mal vier Stück. Wenn ich schon mal da bin, ne? Ja, jetzt mal noch den Kraftstoffverteiler. Da möchte ich beim Tuner gucken. Kraftstoff.di. Ja, gibt es sogar. Sehr schön. Ja, dann nehme ich mal vier Stück von. Ui, 3.500. Hätte ich vielleicht doch lieber nur zwei genommen. Hm. Naja, gucken wir mal. Vielleicht bin ich ja bald fertig. Na, sehr schön. Ganz gut. Auch hier. Die Einspritzleiste ist jetzt drin. Super. Wow, das glänzt ja so schön. Mit Fingerabdrücke sogar. Ich finde es so bewundernswert. Echt. Wie detailgetreu hier gearbeitet wurde bei der Programmierung. Echt, es ist Wahnsinn. Richtig cool. Habe ich nicht. Gut. Müssen wir so machen. So, Umlenkrolle habe ich auch noch. Ja, die gehen auch bald aus. So. Riemenspanner. Ja, soweit so gut. Sieht es nicht schlecht hier aus. Ich meine, ziemlich fertig das Ganze. Außer die Zündspulen brauche ich noch. Und Einzelfunken, genau die wollte ich. So, ich brauche 8 Stück hiervon. Ja, ich beschränke mich jetzt auch nur auf 8 Stück. Eben knetetechnisch läuft es jetzt ein bisschen eng hinaus. Deswegen sparsam muss ich nun sein. Jo. Sehr schön. Abdeckung. Ah, habe ich ja sogar noch etliche auf Lager. Super. Wusste ich gar nicht mehr. Ich glaube, dass war es eigentlich auch schon. So, jetzt brauche ich noch einen schicken Radsatz. Oh Gott, der wird mich jetzt auch noch etliches kosten. Und Karosserieteile natürlich. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich habe sogar noch was auf Lager. Schön, schön, schön. Oh mein Gott. Oh, bin ich jetzt dem lieben Herrgott dankbar. Echt, dass ich noch Teile auf Lager habe. Wo habe ich denn die her, bitte?
Okay, super. Super, super. Echt, die habe ich ja noch anscheinend auf Lager gehabt. Ja, also ist meine Einkaufspolitik doch nicht so schlecht, mehr Sachen mal auf Lager zu kaufen, weil jetzt hätte ich echt ein Problem. Sehr schön. Ja, Nummernschilder habe ich auch noch einige. So, den schicken wir nach Tasmanien. So, Montage, jawohl. Hey, cool. So, was sagt die Patientenakte? Hey, wie ich bereits angekündigt habe, momentan liegt der Fahrzeugwert bei 75.000 Dollar. Das ist ja genial. Das ist echt spitze, da nicht einmal die Räder drauf sind. Ich habe noch nicht einmal einen Radsatz für das Auto. Und deswegen gehe ich gleich mal einkaufen. Und bestell dem Wagen was Schönes. So, dann würde ich mal sagen, etwas Schönes, saftig, wuchtiges soll es sein. Herr Werner, die schauen auch toll aus. Die gefallen mir ganz gut. Wisst ihr was, die nehme ich sogar. Zweimal 20 Zoll, Einpresstiefe 35. Jawohl. Oder? Ja, sollte passen. Ja, dann nehme ich die Slick Dominator zweimal, Durchmesser 20 Zoll, in der Breite 305, 30er Querschnitt passt super. Ja, dann nehme ich nochmal zweifach für die Vorderachse, ebenfalls logischerweise 20 Zoll, mit der Breite 255, genau. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück zum Felgenkauf. So, das waren die Havana, genau, zweimal, auch 20 Zoll Einpresstiefe. Nehme ich jetzt nur die 20er, genau. Schön. Dann gehe ich doch mal gleich hier zur Reifenmontage und verpresse das Ganze. So, das sind jetzt die 35er. Ja, genau. Super. So soll es sein. Boah. Wuchtige Walzen, ha? So. 35er, genau, das sind die, jawohl. So, meine ganze Kohle bin ich jetzt eigentlich gleich los. Also ich bin sie eigentlich losgeworden. Seht ihr, ich hatte noch irgendwas über 50.000, habe schon angekündigt, dass das nicht viel ist. Und man kann sagen, ich bin ziemlich knapp genau durchs Ziel gekommen. Es sind sogar noch 6.000 übrig geblieben, zum Glück. Ja, da bin ich jetzt ganz froh natürlich drum. So, nehmen. Genau, sehr schön. Einen haben wir noch für die Vorderachse, genau. Ah ja, schon fertig, super. Gut. Ich freue mich schon auf den Endbetrag, Leute. Bin schon echt gespannt, was der Wagen bringen wird.
Ich hoffe Geld. Und das nicht wenig. Werden wir dann sehen. So, nehmen. Und schön draufklatschen. So, für die Hinterachse nehme ich die Extremschlappen, die breiteren 305er. Und wie schaut das aus? Ui. Wuchtig, wuchtig, oder? Genial. So. Die 255er. Genau. Ja, die kommen gut. Die kommen echt gut. Ja, hinten schon fast zu breit, ne? Da hätte eigentlich 275, 285er hätten eigentlich vollkommen gereicht. Aber sollte passen. Sind wir doch einfach mal zufrieden. So, 305. So, sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich Öl da reingekippt? Ich glaube, nein, ne? Dann mache ich das doch gleich. Ja. Das hätte ich fast vergessen. Das hätte einen schönen Motorschaden zur Folge gehabt, wenn ich nichts reingekippt hätte. Aber gut. Hier bei dem Spiel käme natürlich die Meldung, ja, es fehlt Motoröl, müssen sie nachfüllen. Hoppala, okay, das sollte reichen. So, dann schauen wir mal in die Patientenakte. Wir haben einen, yeah, super, super Wert von fast 96.000 Dollar. Das ist genial, das ist spitze, spitze, echt. Ich bin mega, mega happy. Das hat mir natürlich nochmal alles gerettet hier. Sehr schön. Ja, dann stelle ich dich jetzt mal hier auf den zweiten Stellplatz. Ganz toll. Wow. Haha. Der kommt doch echt heftig rüber. Moment. Ja, der Wagen wird ja noch um einiges mehr wert sein. Denn es fehlt ja noch die Innenausstattung. Wie konnte ich denn das vergessen, Mensch? So, ich nehme jetzt ja, diesen Formula Sport Lenker. Ja, kommt gut rüber. Genau, Schalensitze. Ich brauche unbedingt geniale Schalensitze. Aber rot, ich weiß nicht. Sollen es rote sein? Was meint ihr? Hm? Die schauen auch nicht schlecht aus. Wisst ihr was? Ich nehme schwarze. Genau. Oder? Ja, yeah, das kommt doch genial rüber, oder? Ich bin absoluter Schalensitze-Fan. Echt cool. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal ein Foto fürs Familienalbum. So. Genau, einmal schön runter. Halt, den Fokus nochmal schnell nachstellen. Jawohl. Hallo. Na, was ist denn los? Ja. Yeah. Halt. Okay, so müsste es passen. Jo, passt. Dann schauen wir jetzt mal gleich in die Patientenakte. Wir haben einen Wert von, yeah, super, über 100.000 Dollar. Leute, das ist mehr als ich erwartet habe, ganz ehrlich. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Der Wagen wäre noch viel mehr wert gewesen, nur leider kann ich ihn ja nicht fertigstellen. Ihr seht ja, da ist noch Rost, trotz des vergammelten Zustandes der Karosserie. Immer noch heftig. Heftig vom Wert, echt. So, dann starten wir doch mal den Hobel. Yeah, läuft. Genial. Schön. Er läuft. So, dann schauen wir mal Getriebetuning. Genau, ich wollte mal das Getriebe einstellen. Also er sagt, pardon, bei 294 ist Sense. Das glaube ich nicht.
Ich mache dem Ganzen bei 340 Ende speichern. Jawohl. Und dann fahre ich doch mal zur VMAX-Strecke mit meinem Bolt Reptilia. Und dann verkaufe ich den Wagen, weil ich brauche dringend Knete, Leute. Ich habe noch so viele Projekte. Ich glaube, es warten noch 12 oder 13 Fahrzeuge. Keine Ahnung. Auf jeden Fall etliche Autos noch. Wow, der brüllt ja. Ah, ja. Gut, die Getriebeabstufung, merkt man. Braucht ein bisschen, bis sie kommt, ne? Ja, aber er kommt heftig. Wir sind noch nicht mal im fünften Gang. Ah, vielleicht doch etwas zu lang eingestellt. Ne? Oi, 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 oi. Das ist der Crashtest. Keine Angst, Leute. Der Rost hält alles zusammen. Da geht nichts kaputt. Wow, genial. Ja, die etwas andere Probefahrt. So, Leute, wie gesagt, den Wagen verscherbel ich jetzt. Der muss unbedingt Land gewinnen. Und Platz machen fürs nächste Projekt. Na, aber wenn ich wieder so einen Bolt Reptilia auf dem Schrottplatz sehe, den kaufe ich mir natürlich wieder, weil der bringt echt gutes Geld. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Sehr gut. Ja, nochmal Check. Zack. Jo. Über 100.000. Wir wollen ihn verkaufen. Natürlich. Bitte unbedingt. Und Tschüssi. Yeah. Bam. Wir sind wieder voll im Rennen mit $108.000. Genial. Super. Leute, dann würde ich sagen, hören wir auf an dieser Stelle. In der nächsten Folge werde ich dann dieses Schätzchen restaurieren. Das ist ein, schauen wir mal ganz kurz, ein Chieftain Bandit. Mit 300 PS Serie. Und dann würde ich sagen, ja, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich total freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt ein bisschen raus an die frische Luft. Vielleicht tut es der ein oder andere auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also, danke, bis denne. Ciao, ciao.